Vorbereitungen für Flug SN367 nach Yaoundé in Nigeria, Afrika. Nur noch eine Stunde, dann muss die Maschine startklar sein. Die Crew ist heute besonders sorgfältig, denn die große Chefin ist mit an Bord. Seit 2 Jahren leitet die gebürtige St. Vitterin Andrea Taselier die Abteilung Kabinenpersonal bei Brussels Airlines. Also ich glaube, erstens, wenn man mit so vielen Leuten, es sind ja schon 1300, arbeitet, da muss man vor allem, ich denke, gut zuhören können. Man muss sich wirklich bewusst sein, dass da sehr viel Psychologie auch hinzugehört. Und zur gleichen Zeit, wie ich immer sage, man muss deutlich sein und ehrlich sein. Und was man für die eine Person macht, muss man für die andere Person auch machen. Hallo, Saskia. Als erstes Fernsehteam überhaupt dürfen wir im Uniformshop von Brussels Airlines drehen. Hier werden die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingekleidet. Jacken, Hosen, Blusen, Hemden und Schuhe, alles wurde von belgischen Modemachern entworfen. Darauf legt die belgische Fluggesellschaft großen Wert. Und so wird aus der Chefin eine ganz gewöhnliche Flugbegleiterin. Alles muss genau sitzen, von den Schuhen bis zur Frisur. Hier muss alles stimmen. Kompromisse sind nicht zugelassen. Uniform für mich, das ist unser Aushängeschild. Das ist auch das allererste, was unsere Fluggäste sehen. Ohne dass man den Mund aufgemacht hat, sehen die ja schon von Weitem, wie ist die Dame gekleidet oder der Herr. Wenn man zu Hause ein wichtiges Fest organisiert und Gäste einlädt, dann sorgt man auch, dass man picobello in Ordnung ist. Und bei uns ist das jeden Tag das Gleiche. Wenn wir an Bord sind, dann heißen wir unsere Gäste willkommen. Und das fängt bei der Uniform an. Die meiste Zeit verbringt Andrea Taselier aber in Meetings und am Schreibtisch in ihrem Büro. Als Abteilungsleiterin hat sie alle Hände voll zu tun. Sie gehört inzwischen zu den starken Frauen von Brussels Airlines mit viel Verantwortung. Derzeit bereitet die Fluggesellschaft ihr neues Europa-Angebot vor. Dazu gehört auch ein neues Mahlzeitkonzept für die Passagiere an Bord. Und was die Damen und Herren Planer sich hier in der Theorie ausgedacht haben, muss das Kabinenpersonal künftig in die Praxis umsetzen. Und damit beim Start der neuen Tarifformeln am Montag alles reibungslos verläuft, wird im eigenen Schulungszentrum der Airline trainiert. Alle 1300 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter werden auf die Veränderungen vorbereitet. Was für uns, für die Direktion sehr wichtig war, ist, dass die Kollegen einerseits die Theorie haben und andererseits wird das dann alles sehr tastbar und sichtbar. Wenn ich am 22. September an Bord komme, wie sieht das aus? Was kann ich erwarten? Wir zeigen den Kollegen, wie ist das verpackt? Wie sieht das aus? Auch die Farben. Das ist immer besser, dass man das vorab gesehen hat. Wo in meinem Portemonnaie, wo kann ich das zurückfinden? Vom Hauptsitz der Airline geht's für uns jetzt zum Brüsseler Flughafen. Denn begonnen hat die 43-jährige Ostbelgierin ihre Karriere nicht etwa als Stewardess in der Luft, sondern am Boden, vor über 20 Jahren in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens. Ich sage immer, ich bin hier am Check-in geboren. 1992 haben wir hier diese Abfertigungsschalter, ja auch wie heute, durch eigenes Personal. Und hier habe ich eigentlich meine Karriere angefangen, ja, hinterm Schalter mit sehr viel Gepäck. Danach ging es schrittweise, aber umso steiler bergauf. Erst war sie Leiterin des Check-ins, dann des gesamten Bodenpersonals von Brussels Airlines. Inzwischen hat sie ihren Traumjob gefunden, sagt Andrea Taselier, als Leiterin der schönsten Abteilung. Alles unter Kontrolle hier, ne?